Wir sind hier in einem Wolf-Raumtemperaturregler. Das Modell kann man hier ablesen. HRT-2A. Die Bedienungsanleitung gibt es bei der Firma Wolf auf der Internetseite runterzuladen. Wie möchten Sie die Temperatur eingestellt haben hier? Auf 21 Grad. Tagsüber 21 ja. Grad. Genau, das stellt man hier über den Drehregler ein. Das ist jetzt 22. 21 Grad. Dann stellt man hier die Absenktemperatur. Ah, okay, da ist auf 17. Das ist richtig. Dann die Reiter, die hier sind, die müssen runter, wenn sie absenken wollen. Also nachts nehme ich mal an, wollen sie absenken. Mhm. Standardmäßig ist immer von 22 Uhr, dann gehen die Leute ins Bett. Mhm. Bis morgens um 6 ist Absenkbetrieb. Und dann müssen Sie den Drehregler hier stellen auf Automatikmodus, das ist das Uhrensymbol. Dann sagt er durch dieses Sonnenzeichen, also Tagbetrieb und Nachtbetrieb. Das wäre jetzt hier Automatikmodus, Tagbetrieb und nachts geht sie aus, also komplett aus. Ja. Oder das wäre jetzt 24 Stunden Tagbetrieb. 24 Stunden Absenkbetrieb. Ja. Das wäre nur Warmwasser, wenn Sie einen Speicher haben. Und das wäre aus. Und eigentlich haben Sie nur einen Fehler gemacht, dass Sie den hier nachts auf ausgestellt haben, anstatt den auf Absenkbetrieb. Das war's eigentlich. Okay. Wenn Sie jetzt Temperaturen ändern wollen, dann brauchen Sie nur rangehen und hier kurz drehen. Ja, wenn Sie einmal drehen, dann zeigt Ihnen die momentan eingestellte Temperatur ein. Und wenn Sie nochmal weiter drehen, dann geht es halt runter oder rauf. Das ist eigentlich alles. Verstanden soweit? Ja, danke.